Angekommen hier im Brühlstor schon etwas länger, seit einer halben Stunde, haben ein bisschen gelabert und sie eingewöhnt. Ich hab gehört. Wünschen Ching. Genau. Schönen Bräunen heute. Natürlich. Und auf den Pokalsieg für die Jungs gegen Hennef. Ich denke, diesmal wird es nicht so spannend. Ich tippe meinen 2-0. 2-0, ja. 3-1. 3-1, ne, 3-0. 2-0 wäre natürlich noch schöner, aber Hauptsache wir gewinnen das Ding hier. Ja, aber machen die wieder alle. Ja, alle haben wir das letzte Mal nicht gemacht, aber. Wenn es über die Verlängerung geht, wir werden dann irgendwie reißen, auch diesmal wieder. Ja, aber diesmal hoffentlich nicht mit Nervenzerrissen Elfmeterschießen. Nee, Elfmeterschießen machen wir nicht, das muss ich sagen. Genau. Gut, die Mannschaft ist hier schon fleißig am Trainieren und gleich geht es auch los hier. Genau, mit dem nächsten Pokalsieg. Genau. Die U19 hat es ja schon vorgemacht, heute macht die U17 nicht nach. Definitiv. Kommt jetzt nach vorne! Thomas ist da! Ja! Oh, schade! Oh. Von der Ecke hinterher. Ein bisschen Stöckchen Fleisch. Oh nee! Deck doch den einen da, den dunklen da, die 12. Ja, gut. Ganz hoch, das ist gestern gemäht, schätze ich. Ah! Doch gut!
Leute. Zweite Bälle. Da, oh nee. Ah. Oh Mann. Meine Fresse. Mann. Boah, nur am Rumpennen. 0-1 Hennef. Das war doch unnötig. Fand ich auch. Mamma mia. Ja, wenn wir so rumpennen, Alter, das war jetzt Fehler. Kommt im Quatsch sein. Nach vorne spielen, nicht hinten einigeln, weil dann passieren nämlich so eine Fehler. Das sind Schlechte, ne? Ja, ja. Landsmann für mich? Ja. Junge, jetzt mach das Tor, sonst komm ich zu dir hin. Die kommen aber. Ah! Ja. Aber Ecke dafür. Mann. Oh, Fuß dazwischen. Komm, Thomas, komm. Ja! Ja, 1-1! Super! Schön, Jungs! Super! Und jetzt, nach vorne! Ja. Ey, bleibst du immer so früh, ne? Die andere Seite. Tobias! Jawoll! Jetzt holen wir das! Darauf erstmal ein Schlückchen. Ich kann leider nichts saufen. Gut. Olli? Ja, jetzt hauen wir die weg. Schiri sieht auch wieder nichts. Oh, oh. Komm, die können doch nichts. Warum haben die denn eins gemacht? Haben die ein Tor gemacht? Die können doch nichts. Ja, da. Da ist ja, die können doch nichts. Aber in der Halbzeit spielen die ja nicht, da bringt es ja nichts. Ja, klar. Jetzt. Komm, Thomas. Ah! Bei der Siegerehrung. Aber richtig heftig, ne? Nieselregen, ne? Nieselregen. Schön. Schön, nur weiter. Schade. Komm, Jan Aure. Boah, nochmal Schiedsrichter.
weg da jetzt. Schön. Was ist das denn? In die Mitte geben, ey, das ist gefährlich. Super. Ah, ja, ja. Ist noch Jan Aure, komm. So, jetzt aber. Gehst du schon wieder? Ich wollte gerade Bratwurst haben. Ja klar, aber da musst du nicht weg. Der hat er sich zu weit vorgelegt, der ist weg. Oh, Pfosten! Doch! Ja, aber ist wieder rausgesprungen. Mann, Gott sei Dank! Mann, das darf nicht passieren. Jetzt haben wir wieder eine Chance für Köln, oder? Nee, nee. Nee, sieht nicht so aus. Oder? Guck mal da, die. Hauen ihn wieder in den Komm. Stock. Komm! Duff! Oh. Okay. Halbzeitstand 1:1. Auf geht. Oh, jetzt musst du erstmal in der Burg. Du wolltest ja nichts. Oh, ich hab mein T-Shirt wieder an. Ich bin zwar gerade von der Bierbude gekommen, Anschluss vor der Halbzeit und der Elfmeter gab es gerade. 2:1 für uns. Kann man ja wieder. Schön, Jan Aure. So, da. Der Elber schon wieder. Das ist wieder alles offen. Ja, der eine vor uns war ja berechtigt, aber der hier war ja wohl ein Witz. Letzter Moment, der war gar nicht mal im Strafraum. Oh Mann! Kommt bestimmt aus Hennef, der Schiri. Der Bauer Mann. Zahlt, oder was? 2:2. Schieber! 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 Mann! Gleich unverdient. Total unverdient. Ja. Die Dosen hier rasten auch schon aus. Junge, Junge, das war nicht im Strafraum. Doch, aber war kein Elfmeter. War. Ja, war du dann nicht. Steck doch durch, da hinge. Ja, ja. Oh! Jetzt. Drüber gedwänzt. Gut, Robert. Noah. Leute, ey. Halte die 9 im Auge. Oh. Falls zum Elfmeterschießen kommt, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ja! Ah! Zehn noch zu spielen. Nur noch. Ja. Ah! Ja! 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 Jawohl! Was ein Ding, ey! Ja! 3:2! Ja, ich denke, das schaffen wir jetzt. Ich bin optimistisch. Ja, la, 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 FOM, Pokalsieger,
FC! Wer ist? Mach! Ja! Das Ding ist durch! Wir zwei wie letztes Mal! Ja! Klasse! Schön. Komm! Setz die Krönung! Ja! Oh. No, schade! Schade! Ich dachte auch, ist der cool, dass Hauch daneben! Mal fünf! Tu's! Ja! Ja, 5 zu 2! Steiner, der geht nicht geknackt! Aus! Ja! Sehr schön, Jungs! Super! Und der FVM-Pokalsieger 2017 ist wieder unsere U17 des 1. FC Köln! Junge, beeil dich! Du wolltest mir da rüber, oder nicht? Hä? Immer mit der Ruhe! Die laufen noch nicht weg! Ja, die laufen noch nicht weg! Mitte rein, Pokalsieger! Mitte rein, Pokalsieger! Mitte rein, Pokalsieger! FC Köln! Was machen wir jetzt mit dem Fahnen? Hängen wir die nachher ab? So, wir gehen jetzt zu unserer Mannschaft. Oh, ich ahne Schlimmes. Was denn? Guck mal, die haben schon alles. Oh, ich ahne auch schon Schlimmes. Darf ich jetzt die Mannschaft zur Siegerehrung hier vorne hin, bitte? Danke. Herzlichen Glückwunsch! Super Paraden, Junge! Super Spiel! Dankeschön, Jungs! Super! Super Spiel! Hochverdient! Hochverdient war es und ganz spitze abgezockt wieder! Super Spiel! Super, Junge! Super! Oh, hätte ich mein Kölsch auch aufbewahren können. Immer!
Wir fahren über die Linie. Wenn ich fies wäre, würde ich jetzt sagen, nur gucken, nicht anfassen. Genau. Ach, reingekippt die Port auch am Sohn. Komm doch wie letztes Jahr, wieder hier. Ja, ich bin hier. Durch mit der Kamera. Okay. Ja, bin ich auch. Habt ihr euch verdient?
Patrick! Mega geil! Jetzt könnt ihr schon ein Shirt mitnehmen. Ja, egal, jetzt haben wir es im Rücken, ne? Danke, Jungs! Bitte! Amerika! Oh nee, ihr müsst aber hinter! Über das Flasche! Rüber, kann man ein Stück zurück? Am Sonntag kann ich das machen. Komm mit! Schießen gegen die Mannschaft. Okay, Ha ha ha!
Patrick, ich mach kurz Bild, schnell. Ey, Mann, ein Foto machen. Hey, guck mal, Pokal, Carlos. Ich muss Foto machen. Alle mal ein Foto. Ui, Bratwurst für alle. Für die Mannschaft natürlich. Wird noch frei, Bier für die Fans und für die Mannschaft, ne? Nein, wir finden nicht gut. Finde ich auch gut. Können wir auf eine Fassbrause sein? Nee, das ist ja kein Bier, ich will Kölsch. Ja, richtiges Kölsch. Ja, natürlich ist das Beste. Ja, natürlich. Achso, okay. Schon wieder abgebrochen. Hey, der hängt jetzt schon wieder ab. Ich war das nicht. Genau wie letztes Jahr. Genau wie letztes Jahr. Das ist immer ankleben. Da. Ich komme da raus, eine Kaffeetasse machen. Die Mannschaft geht schon. Das Henkel weg. Schon wieder. Halber Henkel kurz. Spielbericht von dem Pokalsieg heute gegen Hennef wieder im Frühjahr. Wie immer, aber es wird zur Tradition, ja, ein Tor höher und es hat richtig Spaß gemacht. Ja, natürlich, macht immer Spaß. Super Spiel, super Spiel, super Mannschaft, super Feier, super Essen und Trinken, würde ich mal sagen. Wie jedes Jahr, Sündchen auch da, so kennt's Vegajon. Genau. Und Hennef hat wieder richtig den Arsch voll gekriegt, das ist richtig geil. Ja, die waren nicht schlecht, muss man auch sagen. Man sieht ja hier die ganzen Pfützen vor der Meisterfeier. Mhm. Ja, Wasserduschen gab's, mit dem Bier wird noch gespart. Nein. Bestimmt. Ja, Mützchen. Und ich hoffe, euch hat das auch gefallen, diese Zusammenberichtsfassung hier wieder. Die Mannschaft feiert noch. Alles Gute, Jungs, super Spiel. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das sage ich auch. Einfach nur geil. Mal gucken, ich bin gespannt, ob ich auf Rhein-Kick-TV zu sehen bin. Ich war vor der Kamera, hab da rumgejubelt, da hat der Trainer interviewt. Sehr Hooligan, ey. Egal, wenn man schon Pokalsieg macht, kann man es immer machen, oder nicht? Natürlich. Die machen Berichte, da kann ich auch mal was machen. Bei denen. Uruguay ist Mittelrhein-Pokalsieger 2017, der B-Junioren. Wow. Ja, B-Junioren kommt nicht mehr ganz in 21, also. Bei dir glaubt man das ja noch, aber bei mir nicht. Genau. Gut, gib dafür einen Daumen nach oben und danke für die Unterstützung der ganzen Saison. Mal gucken, ob da was kommt. Eine Flasche, aber die wirbel ich auch noch drauf. Gut, und das war's, ne? Jo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und tschüss.